Ja, top. Besten, die ich finden konnte. Nur für dich. So. Ich habe das Gefühl, wir wären nie weg gewesen. So, wir machen Parking a lot. Das kriegen wir hin, oder? Parking. Dennis, die aktuelle Verkehrslage zulässt, wollen wir T-Rex. Olivia? Ja. Ist gut, ist auch eine Automatik, muss ich dazu sagen. Aber du kannst es auch so ruhig machen, indem du einfach die Kupplung festhältst. Soll ich es dir zeigen? Ja. Ersten Gang hast du drin? Ja. Bremse los? Ja. Sonst lenkst du halt ein, du willst ja rechts. Ein bisschen Kupplung. Unterdrücken, die Kupplung wieder. Unterdrücken. Wieder ein bisschen kommen lassen. Wieder runterdrücken. Wie lange machen? Wieder runterdrücken. Ja, klar. Wieder runterdrücken. Wieder runterdrücken. Wieder runterdrücken. Wieder runterdrücken. Wo lang? Rechts. Ja, und immer wenn du runterdrückst, ist halt easy. Fahren wir hier die zweite Straße wieder raus. Bleib links mit den Augen. Gut. Nice. So, machen wir nicht ganz so schnell, dass wir neben dem blauen Auto stehen bleiben können und dahinter parken. Ja. Siehst du den hinter dir? Ja. Einfach ganz normal trotzdem stehen bleiben. Interessiert nicht, ob der da ist oder nicht. Er kann gerne vorbeifahren. Dadurch, dass du blinkst, checkt er das ja. Würdest du jetzt nicht blinken, wäre doof. Lassen Sie sich Zeit. Und wieder runterdrücken. Bremst ruhig ein bisschen, dass du einmal kurz langsamer bist. Das einfach Zeit. Es gibt keinen da oben. Achso. Müssen wir nach Gefühl parken? Einfach nach Gefühl jetzt machen. Ja, ja, klar. Und wenn du merkst, das Gefühl hat dich betrogen, musst du halt korrigieren. Wir müssen ganz draufstehen, ne? Ja, ungefähr so wie er wäre halt gut, ne? Okay. Nur nicht im Gemüse. Wenn du damit nicht zufrieden bist, kannst du nochmal ganz neu anfangen, auch in der Prüfung. Du hast drei Versuche immer zum Parken. Ja? Ja, wenn du beim ersten sagst, boah, voll schlecht, gefällt mir nicht, geht mir auf den Nerven, fährst halt ganz raus, musst das Ganze nochmal. Ist gar kein Ding. Denk immer nur daran, schön nach hinten zu gucken. Bist du drin? Erzähl mir mal, was du machen willst überhaupt. Ich habe gerade versucht, das S zu fahren. Das S ist, wofür ist das S? Zu korrigieren. Um näher an den Bordstein zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass du noch näher hier rüber willst. Deswegen würde ich lieber eher wieder rausfahren. Nochmal rausfahren? Also zumindest in die Richtung. Du willst ja wahrscheinlich mit dem ganzen Auto darüber. Ich wollte jetzt erst einen Gang und dann wieder ein bisschen nach links und dann... Das funktioniert. Aber es ist am einfachsten, wird es funktionieren, wenn du wirklich halb rausfährst. Ja. Schulterblick, fahr wirklich halb raus. Du fährst auf das Auto zu. Aber noch mal ganz raus. Nee, so. Mit dem Auto halb raus. So. Ungefähr. Jetzt musst du noch ein bisschen gerade fahren. So, jetzt wird das funktionieren. Jetzt einfach wieder rückwärts und dann. Ja, ich würde schon schauen, dass du so einschlägst. Genau. Und dabei darfst du halt vorne den Kumpel jetzt nicht vergessen.
Das eingeschlagen, ne? Hast du gesehen, wie weit wir rausgefahren sind? Mhm. Und trotzdem stehst du jetzt gerade erstmal so, dass es gerade so eben passt. Dann müssen wir hier aber wieder ein bisschen um. Ja, ja, und dann nach vorne fahren. Alles gut. Mir geht es darum, dass du weißt, wie du hier so hinkommst. Mhm. Hast du gesehen, wie weit wir also rauskorrigiert haben? Das S ist nur dafür da, näher an den Bordstein zu kommen. Also das, was wir da gemacht haben, ja, ja, mit dem S ist einfach nur, dass du näher darüber kommst. Aber das wolltest du ja nicht, deswegen einfach wieder weiter rausfahren. Und wenn dir das in der Prüfung alles irgendwie zu viel wird, nervig, fahr 5 Meter zurück, fährst du nochmal ganz normal locker neben das Auto. Woran viele im Kopf scheitern, ist, dass sie zu nah an dem Auto sind. Und dann denken die so, warum bin ich so nah, warum bin ich so nah? Dann fahr weg. Also es ist die einfachste Lösung, fahr weg von dem Auto. Okay. Entweder rückwärts oder vorwärts mit einem großen Bogen. Ist quasi fast egal. Hauptsache du fährst weg von dem Auto. Du musst nicht versuchen, da so irgendwie so drumherum zu kommen. Cool, fahren wir weiter. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Sicher. Gönn dir, ne? Mach's nicht zu spannend. Ich meine, ich liebe Spannung, aber muss ja nicht unbedingt in der Prüfung sein. So, hier ist alles klar, ne? Mit Vorfahrt und Gedöns. Also, wir haben Vorfahrt. Oh. Ich hab das Schild noch nicht. Was denn? Ich wollte dich nicht irritieren. Und am Ende gleich rechts. Kann man wirklich sehr spät sehen, da oben das Schild, ne? Aber ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Das haben sie ein bisschen besser aufgehangen hier. Dann links. Nichts zu rauchen. Tabakautomat. Boah, vielleicht gibt es bald Grasautomaten. Sollen wir einen rausbringen? Gar keine schlechte Idee, oder? Ich glaube, so viel Geld. Meinst du, mit dem Grasautomat? Wenn eine Geschäftsidee. Eigentlich ja, ne? Cool, da haben wir den nächsten da vorne schon, siehst du? Neben dem schwarzen bleiben wir stehen, dahinter parken wir. Ach, ich hab hier Fans. Erstmal warten, was die überhaupt machen, ne? Ja, das kannst du in Ruhe parken. Oder die überholen uns. Nö. Tun sie nicht. Je langsamer, je besser, ne? Ja. Merkst du, dass noch Platz ist? Ja. Na, dann korrigier direkt. Also nochmal raus. Nö, direkt das S fahren. S. Also S. Mhm. Kurbel, 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 Kurbel. Noch näher, ne? Du kannst ja korrigieren nach vorne. Du machst, wenn du fertig bist. Mhm. Du, wie du willst, mir ist egal. Überleg in Ruhe. Du musst schon weitermachen, ne? Ich würde eigentlich so sagen, so ist gut, oder ist das noch zu wissen? Was? Das ja, jetzt vom Seitenabstand, aber nach vorne. Du musst alles fertig machen und dann sagen, so bleibe ich stehen. Nur dann kann ich das beurteilen. Ich weiß ja sonst nicht, wie du da, was deine Idee ist. So würde ich stehen. Gut. Da fahren wir weiter. Passt doch. Aber du musst die Nerven und die Eier haben, weißt du? Du musst sagen, ja, ist klar, so bleibe ich stehen. Und dann sagt der Prüfer, ist doch gut.
bevor er passiert, bewegt sich halt keiner. Bis du nicht sagst, so mach ich das. Bah. Spiegel gucken, fahr drum rum, ne? Gib ihm einen Meter Abstand dir. Jo. Und rechts. Kann ich ja weit genug reingucken. Ja, voll. Kannst du schön im zweiten Gang bleiben und locker vorbei, ne? Und dann links weiter. Ah, ein bisschen der Schlauch hier, ne? Schlauchi. Boss, oder? Du bist Boss. Ich bin nur Special Guest hier. Und dann links weiter. Das war nicht so clever von dir. Wenn der jetzt Gas gibt und bremst wegen dir, bist du durchgefallen, ne? Also meinetwegen kannst du stehen bleiben. Muss dich nicht beeilen. Das ist eine gute Idee. Sie sehen nichts. Das ist keine Straße. Guck mal hier, hier ein Schotterweg oder irgendwie sowas. Gibt Gas, zweiter Gang, ne? Weil nicht, dass da der Prüfer denkt, dass du denkst. Jemand könnte denken. Nee, nur wenn du die Kupplung drückst, bringt sich das ein bisschen aus dem Konzept. Einfach weil das Auto dann so. Ja. Also versuch leicht anzubremsen und dann merkst du ja, passt oder passt nicht. Das ist aber eine gute Idee. Und dann links. Nee, du fährst ja geradeaus. Ja, zählt das noch? Oh. Ja, geradeaus, rechts, links, ne? Passt doch. Dann fahren wir links. Links, also links, links. Ja, so, hier bleiben, ne? Gut. Guck, siehst du, wie langsam das geht, wenn du nicht schnacken lässt, ne? So mit mit Gefühl an die Sache gehst. Ja, brauchst du denn eigentlich mehr ins Studio? Geradeaus, ne? Dann links. Ja, top. Besten, die ich finden konnte. Nur für dich. Und dann rechts. Sieht jetzt nicht aus, ob wir Autos langfahren können. Gut, tatsächlich ist das noch nicht mal eine Einbahnstraße. Also ich weiß zwar nicht, wie hier zwei Autos aneinander vorbeipassen sollen, aber stehen bleiben ist eigentlich so dann die Option. Ne? Am Ende links. Fuß über die Bremse, weil hier ist rechts von dir. Mhm. Si, senor. Bisschen rechts rüber. Einfach beobachten, was er macht, ne? Und dann die dritte wieder raus.
bei sowas, in diese Überquerungshilfen, immer Fuß auf die Bremse. Okay. Einfach nur damit du, wenn da irgendein Vollidiot dabei bist, bremsbereit bist. Hast ja gesehen, ne? Manche kommen dann tatsächlich vielleicht sogar auf den Keks, du würdest die da durchlassen oder so. Warum auch immer, das weiß nicht. Du bist mit Christoph auch ein paar Mal gefahren, ne? Ja. Yeah. Dann habt ihr auch, glaube ich, immer Motorhaube aufgemacht und sowas, ne? Oder? Ja, ja, cool. Ja, das können wir ruhig auch noch machen. Ich bin froh, dass du das mit dem Parken auf dem Schirm hast, weil das hat mir gut gefallen. Das ist quasi egal jetzt, wie und wo der Prüfer parkt. Hauptsache, du machst langsam und ruhig. Ja. So, dann habe ich da keine Bauchschmerzen mit. Ich glaube, rechts und links um die Ecken hast du auch gut drauf. Ja, jetzt in der letzten Fahrstunde ist das echt besser geworden. Ja, klar, weil wir die ganze Zeit diese Grütze geübt haben. Ne? Immer wieder erster Gang, zweiter Gang, erster Gang, zweiter Gang. Aber je mehr du das auf dem Schirm hast, je leichter fällt dir das nachher. Ne? Das macht zwar keinen Spaß, das zu üben. Landstraße fahren mit 100 ist geiler, gebe ich dir recht. Aber du willst ja irgendwann mal fertig werden hier. Also üben wir lieber das, was notwendig ist, als das, was Spaß macht. So, dann fahren wir gleich rechts weiter. Die haben Vorrang, ne? Haben die irgendwie ganz klar auf ihren Vorrang verzichtet? Nee, ne? Nee. Du kannst denen winken. Die dürfen gehen. Wenn das so in der Prüfung passiert, auch einmal dann warten. Ja, klar, mit dem kommunizieren. Wenn du einfach fährst, weil du der Stärkere bist, das ist nicht gut. Dann gleich rechts, aber mit der Gefull. Immer mit. Immer dieses Gefühl. Gut. Diesem Gefühl. Hm. Ist auch eine Option. Der Ani winken. One is the longest night. So. Suchst du gleich wieder einen Parkplatz? Bei Fahrschule. Mhm. Ja, alles andere müssen wir so weit laufen. Blinken, ne? Ja. Ist interessant, wenn man Fahrschüler alleine entscheiden lässt, dann vergessen die so elementare Sachen. Ach, guck mal. Das war auch ein Prüfer. Ja? Ja, aber der ist schon, weiß ich nicht, 10 Jahre in Pension. Krass. Wo du willst. Sind wir schon fertig? Ich glaube schon. Wir haben noch. Ich glaube, wir haben keine Doppelstunde. Nee, wir haben noch eine Viertelstunde. Ja, das ist ja ein Ja, dann können wir umkehren. Und ich hier, siehst du, guck mal, gut, dass ich mir mein Handy nicht. Also, ja, dann sind wir doch nicht fertig. Na gut, dass du was sagst. Nachher so ein Sternebewertung, Rob, der zählt. Keiner. Der zieht ab. Zieht ab einfach. Viel Geld, aber nicht die Stunden. Ehrlich. Du kannst ja korrigieren. Hallo Saskia! Jo. Ja, und dann lass uns direkt wieder runter. Tschüss, gehen wir wieder weg hier. Was haben wir denn hier? Völlig unnötig. Links, rechts. Links. Weißt du schon irgendwas wegen morgen? Du meinst, wer Prüfer ist? Ja. Nee, das weiß ich erst immer. Habe ich mir gedacht. Morgens um 8. Früher wussten wir das, aber heute nicht mehr. Das ist vorbei. Hat man gesetzlich sogar verboten. Die Fahrschulen immer angerufen haben und welcher Prüfer kommt morgen. Und wenn das ein Prüfer war, der nicht cool war, dann haben alle mal abgesagt. Ehrlich. Und dann fahren wir rechts weiter. Komisch, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Hat keiner mehr Zeit. Nee.
Alle krank. Magen-Darm. Magen-Darm. Der Klassiker. Ist so. Morgens um 4. Sorry, ich habe Magen-Darm. Aber alle Fahrschüler, ja, muss irgendwas im Auto gewesen sein. Ja, wir morgen noch eine halbe Stunde vorher. Ja. Also da machen wir dann in Ruhe Technik nochmal unseren Kram und wir fahren dann da nicht hin. Links fahren wir weiter. Ich gucke gleich nochmal auf den Kalender und dann timen wir da gleich einfach nochmal was ab. Hätte ich noch, oder? Du entscheidest das. Du, also mittlerweile haben wir so einen Status erreicht, wo du entscheidest. Ich bin nur noch Special Guest. Aber morgen sitzt auch noch ein Special Guest hin. Ja, das ist richtig. Und der klatscht oder weint. Rechts fahren wir weiter. Eins von beiden. Ich hoffe ja, dass er klatscht. Er klatscht übrigens immer, wenn du gut fährst. Also wenn du so. Ja, klatscht er. Nein, Mann. Aber schon mal vorhin immer so. Hat mir jetzt gut gefallen. Ja, rechts von links flüstern. Ah, das war sehr gut. Und wieder ein schöner Radfahrer. Ja. Genau, bravo. Ganz gerne stehen bleiben erstmal. Boah, nicht ausweichen, ne? Genau. Dann erster Gang, Spiegel gucken. Dann klatscht er. Ja. Dann ist gut. Aber wenn du dich da durchquetscht, dann wird er nicht sagen, oh, das war eng, sehr gut. Ganz schön knapp, Respekt. Sondern eher andersrum. Dass wenn du irgendwie da safe bist, ist alles gut. Aber machst du es zu knapp, kannst du vergessen. Dann fahren wir rechts. Ich weiß auch nicht, irgendwie verurteile ich moralisch immer Mütter an Kinderwagen mit einer Kippe in der Hand. Kann ich irgendwie nichts für. Bin ich immer so, oh, gib den kurz noch direkt Pilz. Da so ein bisschen, innerlich denke ich so, das muss nicht sein. Und dann rechts weiter. Und dann links weiter. Ist so? Schneider passt. Ja, und dann suchen sie sich irgendwo auf dieser Strecke eine Gelegenheit aus zum Umkehren. Wo? Ist mir egal. Also such dir irgendwo eine Stelle zum Umkehren aus, ne? Runterdrücken die Kupplung? Jo. Das wäre jetzt wieder so schnell geworden, ne? Und dann rechts. So langsam kennst du die Geheimnisse. Langsam habe ich es auch verstanden. Ist so. Jetzt ist es an dir, die Macht weise zu nutzen. Und dann links weiter. Und nicht quer in den Verkehr zu ballern. Und dann rechts. Und richtig Knast geht da hier vor den Fenstern. Ist so. Gibt so ein bisschen Castrop-Rauxel-Feeling. Damals, als ich im offenen Vollzug war, da konnte ich nur aus dem Fenster gucken. Nicht ausweichen. Ansonsten bin ich Fan. Fan. Dann fahren wir links. Auch das ist keine Einbahnstraße, ne? Also wenn dir hier jemand entgegenkommt. Die finde ich noch breiter als andere. Ja, stimmt ja. Diese kleinen Kinderstraßen, die wir gerade waren, die waren wirklich Mist. Das stimmt. Und Maschine aus. Nice. So, hast du denn noch Fragen? Hast du irgendwas, wo du sagst, so aus dem Bauch raus? Boah, das würde ich unheimlich gerne auf jeden Fall nochmal machen. Autobahn habe ich keine Bauchschmerzen. Umkehren habe ich keine Bauchschmerzen. Grundfahraufgabe rückwärts um die Ecke, cool. Gefahrbremsung, cool. Parken, cool.
kleine Straßen, cool. Manchmal bist du noch ein bisschen nachlässig so, dann nimmst du nicht immer den ersten Gang, wo du ihn gerne nehmen wollen würdest. Jetzt weiß ich an manchen Ecken, wo ich den nehmen muss. So, das merkst du einfach. Wenn du das merkst, musst du es einfach nur machen. Ne? Dann darfst du nicht zu locker mit dir selber sein, dass du denkst so, komm, jetzt bin ich halt im zweiten. Egal. Nee, ist nicht egal. Zieh durch, bremst runter an dem ersten. Oder jetzt hier vorne weiß ich ja auch, dass ich den ersten nehmen muss. Ja, an manchen Stellen einfach. Ne? Sonst habe ich da aber ein gutes Gefühl. Ich habe jetzt keine Bauchschmerzen, dass du da... Eigentlich auch nicht. Gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.